Als dieses Pferd in den Wehen lag, hatte sein Besitzer keine Ahnung, dass es zu einer internationalen Berühmtheit werden würde. Und auch wenn es am Ende ihr Schicksal war, war der Grund dafür für alle erfahrenen Pferdezüchter schockierend. Tanya McKee war in Exeter ein bekanntes Gesicht und leitete das Gestüt Gessens Farm. Sie besaß das Anwesen seit Jahren, züchtete Dutzende von Pferden und verschaffte dem Hof einen respektablen Ruf. Zusammen mit ihrem Team hatte sie einige der besten Turnierpferde des Landes gezüchtet. Sie gewannen Wettbewerbe und Auszeichnungen und zogen viel Aufmerksamkeit auf sich. Tanyas Geheimnis war die Liebe und Aufmerksamkeit, die sie jedem Pferd schenkte. Aber selbst mit all dieser Erfahrung hätte sie nie vorhersehen können, was auf ihrem Hof für ein einmaliges Ereignis stattfinden würde. Es begann damit, dass eines von Tanyas Pferden zum ersten Mal schwanger war. Das Pferd hieß Destiny, ein 19 Jahre altes Irish Sport Horse. Sie war eine große Stute mit einem dichten braunen Fell und einer üppigen schwarzen Mähne. Sie war lebhaft, energiegeladen und agil und strahlte Vitalität aus. Vor allem aber war sie stur. Zugegeben, sie lebte ein schönes Leben auf Tanyas Farm, einem wunderschönen großen Anwesen im Südwesten Englands, aber sie hatte immer noch eine Menge Persönlichkeit, spielte oft mit Tanya und ärgerte sie. Und sie war nie schüchtern, etwas zu fordern. Hier genoss sie ein großes Grundstück, hochwertiges Futter und viel Zuneigung. Tanya hatte Destiny jahrelang geritten und die beiden hatten eine enge Bindung. Oft schaute sie bei der Arbeit auf dem Hof hinter sich und sah Destinys Schatten über sich, der neugierig und begierig darauf war, Zeit mit der Besitzerin zu verbringen. Als sie trächtig wurde und ihre Gesundheit auf dem Prüfstand stand, wurde Tanya sofort aktiv. Die Sorge war groß, als bei einer Untersuchung festgestellt wurde, dass in Destiny 2 Fohlen heranwuchsen. Tanya war erfahren, denn sie hatte jahrzehntelang in diesem Bereich gearbeitet. Daher wusste sie, dass die Chancen, dass diese beiden Föten die Schwangerschaft überleben würden, nicht sehr hoch waren. Tanya konnte sich an zu viele herzzerreißende Geschichten von jungen Zwillingsfohlen erinnern, die es nicht außerhalb des Mutterleibs schafften. Im Durchschnitt überlebte nur eine von drei Zwillingsgeburten. Noch schlimmer war, dass Komplikationen während der Schwangerschaft Destiny in Gefahr bringen konnten. Die Mutter könnte krank werden und der ganze Prozess war für ihren Körper unglaublich anstrengend. Tanya überlegte, ob sie eingreifen sollte, beschloss aber erst einmal zu sehen, wie Destiny mit der Schwangerschaft zurechtkam. Und wie es sich für eine entschlossene Frau gehört, zog sie es durch und sorgte dafür, dass die Zwillinge bis zum Tag ihrer Geburt sicher und gesund blieben. Zu diesem Zeitpunkt dachte Tanya, dass es besser sei, sich nicht einzumischen. Das erwies sich als die richtige Entscheidung, denn schon bald erblickten zwei wunderschöne, eineiige Zwillinge das Licht der Welt. Es waren eineiige Fohlen, zwei Jungen, und sie waren winzige Energiebündel, die scheinbar nie eine Pause machen und sich ausruhen wollten. Leider hatte Destiny die Tortur nicht unbeschadet überstanden. Sie war erschöpft, ihr Körper war geschwächt und sie würde eine lange Erholungszeit brauchen. Auch wenn sie äußerlich stark und gesund wirkte, hatte sie in den letzten Monaten viel zu kämpfen, ihre Probleme aber im Inneren verborgen gehalten. Es war, als hätte sie ihren Zwillingen all die Energie gegeben, die sie noch hatte, denn sie wusste, dass sie stark bleiben musste, um denen eine Chance zu geben. Nach der Entbindung zog sich Destiny zurück und war nicht mehr so aktiv wie früher. Aber sie war noch nicht fertig mit ihren kleinen Wundern. Gerade als sie wieder zu ihrem normalen, lebhaften Wesen zurückgefunden hatte, wurde sie knapp zwei Jahre später erneut trächtig. Tanya bemerkte sofort, dass etwas an Destiny anders war. Wieder war sie müde und lethargisch. Anstatt mit ihren beiden Zwillingsfohlen zu spielen, die bereits zu kräftigen, gesunden Jährlingen herangewachsen waren, zog sie sich in die Isolation zurück. Tanya versuchte vergeblich ihr Lieblingspferd aufzumuntern, aber es war sinnlos. Die Ultraschalluntersuchung des Bauches zeigte keine Auffälligkeiten. Es war ein einzelner Fötus und allem Anschein nach gesund. Diese Information stellte sich jedoch als völlig falsch heraus und Tanya sollte es am Tag der Geburt herausfinden. Destiny wurde in den Stall gebracht und auf die Geburt vorbereitet. Normalerweise dauerten die schweren Wehen bei Pferden weniger als eine halbe Stunde, manchmal sogar weniger als 15 Minuten. Aber Destiny kämpfte immer noch, auch nachdem die Uhr eine halbe Stunde gezeigt hatte. Sie stand abwechselnd auf, setzte sich hin, legte sich auf die Seite, um die richtige Position zu finden. Das war ein Zeichen dafür, dass es Zeit für Tanya war, sich einzumischen. Also schnappte sie sich ihre Handschuhe und machte sich an die Arbeit.
Der Kopf des Fohlens ragte bereits heraus, was bedeutete, dass es bereits selbstständig atmen konnte. Nur Destiny brauchte Hilfe, um es durchzuschieben. Tanya griff vorsichtig nach den Hufen und zog langsam daran, um es herauszuziehen. Sie musste mit Destiny zusammenarbeiten und bewegte das Fohlen nur mit jedem angestrengten Atemzug. Schließlich, eine knappe Stunde nachdem Destinys Fruchtblase geplatzt war, war das Fohlen draußen und die Operation beendet. Es war ein winziges Stutfohlen, ein junges Weibchen mit großen braunen Augen und einem rasiermesserscharfen Fell. Im Gegensatz zu seiner Mutter war es ein hellbraunes Geschöpf. Es hatte zunächst Schwierigkeiten, seine Füße zu finden, aber Tanya half, zum ersten Mal richtig zu stehen. Es dauert nie lange, bis Pferde von alleine laufen lernen, aber es war immer hilfreich, ihnen am Anfang ein wenig zu helfen. Während Tanya die Stützräder für das kleine Fohlen fuhr, erlebte sie plötzlich den Schock ihres Lebens. Als sie ihre Ausrüstung zusammenpackte und ihre Handschuhe auszog, stieß Destiny ein lautes Grunzen aus. Nachdem sie nachgesehen hatte, ob es irgendwelche Verletzungen gab, sah Tanya eine kleine Gestalt, die leicht aus Destinys Körper ragte. Unglaublich, es war ein weiteres Fohlen. Die Chance auf eine Zwillingsgeburt war in der Pferdezucht schon sehr gering, aber zweimal hintereinander, das war im Grunde genommen ein Ding der Unmöglichkeit. Tanya dachte jedoch nicht lange über die Chancen nach. Sie brachte sich wieder in Position und half auf dieselbe Weise wie zuvor. Die zweite Geburt war ein weiterer Kampf, der fast eine halbe Stunde dauerte. Und als sie fertig war, war Destiny völlig erschöpft. Aber was sie getan hatte, war ein wahres Wunder. Das zweite Fohlen war ein Hengst, der fast genau die gleiche Farbe hatte wie das erste. Und allem Anschein nach waren die beiden Fohlen kerngesund. Während sich ihre Mutter in einer Ecke der Scheune erholte, brauchten sie weniger als eine Stunde, um auf die Beine zu kommen, die Gegend zu erkunden und sich mit ihren Geschwistern vertraut zu machen. Zu diesem Zeitpunkt war auch Tanya erschöpft. Als sie sich auf dem Boden der Scheune ausruhte, umringten die kleinen Pferde sie und leckten ihr aus Dankbarkeit und Zuneigung das Gesicht. Das war der Grund, warum sie ihren Job liebte und ihn um nichts in der Welt eintauschen würde. Später erfuhr Tanya, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Pferd zwei Paar Zwillinge zur Welt bringt, fast 1.000.000 zu 1 beträgt. Tatsächlich war dies einer der wenigen Fälle in der Geschichte. Aus irgendeinem Grund überraschte das Tanya jedoch nicht. Destiny war eine besondere Stute und unglaublich entschlossen. Und jetzt würde sie dafür Anerkennung bekommen. Zuerst riefen die lokalen Zeitungen an und schrieben kleine Geschichten über die wundersamen Geburten. Aber schon bald wurde Destinys Leistung von den nationalen und internationalen Medien aufgegriffen. Tanya gab Interviews, trat im Fernsehen auf und war schockiert, als ihr Gesicht auf den Seiten einiger der größten Medien der Welt zu sehen war. Wenn einer der Scans oder Untersuchungen während der Schwangerschaft auf Zwillinge hingedeutet hätten, hätte Tanya wahrscheinlich beschlossen, die Schwangerschaft abzubrechen. Destiny hatte sich kaum von ihrem ersten Zwillingspaar erholt und Tanya wollte sie nicht noch einmal einem so großen Risiko aussetzen. Deshalb hatte sie sich bewusst für einen anderen Hengst entschieden, um die Wahrscheinlichkeit, dass Destiny erneut Zwillinge bekommt, zu minimieren. Sie hatte sich für ein Pferd aus Estland entschieden, das Lord of the Dance heißt. Aber es schien, als ob es trotz all ihrer Präventivmaßnahmen buchstäblich Schicksal war, dass diese unglaubliche Stute alle Widrigkeiten überwand. Stattdessen war die Zwillingsträchtigkeit völlig unbemerkt geblieben. Im Gegensatz zu den ersten Zwillingen, die Sportpferdenamen wie Shockwave und Aftershock erhielten, wurden die zweiten Zwillinge auf den Namen Peekaboo und Whoopsie getauft. Auch Jahre später gedeihen sie auf der Gessen Farm prächtig und erweisen sich als wunderbare Ergänzung zu Destinys großer Familie. Für Tanya war das ein Zeichen, dass sie mit der Zucht von Destiny aufhören sollte. Dieses Pferd hatte mehr als seinen gerechten Anteil getan und hatte es verdient, den Rest seines Lebens in Frieden zu verbringen. Jetzt verbringt sie ihre Zeit damit, auf ihre 4 Kinder aufzupassen und ihr Bestes zu geben, um mit ihnen Schritt zu halten. Glaubst du, dass diese Zwillinge zu Leistungspferden heranwachsen werden? Und wusstest du, wie selten es ist, dass Pferde Zwillinge zur Welt bringen? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.